Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen in Lodge City. Ich habe die angenehme Aufgabe, Sie durch unsere Zaubershow zu führen und... Oh, hey, kannst du mir mal helfen? Meine Peitsche ist runtergefallen. Bisschen zurück, rechts die schwarze Kuppe. Zack, Halli. Meine Peitsche da unten, hallo. Zack, mach schon. Wir haben noch keine Zeit. Hopp, hopp. Dankeschön. Einer von Ray. Ja, so läuft das hier mit dem Westen. Was? Wohnung? Okay. Zack. So geht das hier. So, jetzt aber. Jetzt, wo die großen Bison Herren wieder zurückgekehrt sind in unser Land, erwacht Lodge City auch wieder zum neuen Leben. Das bedeutet, unsere Cowboys sind wieder da. Hallo Jungs. Ein Applaus für unsere Cowboys. Was wäre eine Westernstadt ohne Fuzzi, den lustigen Sattel-Tramp? Hallo Fuzzi, schön dich wiederzusehen. Hallo Marschall, lange nicht gesehen. Ja. Gott sei Dank. Hey. Und ganz besonders freue ich mich über meinen roten Bruder Hunting Wolf, der Häuptling der Cheyenne. Mein großer Bruder, jetzt für die großen Bisonherden wieder zurückgekehrt sind, präsentiere doch einmal für unser Publikum und den großen Manitou deinen Freudentanz. Hunting Wolf, dein Applaus! Der Cheyenne. Oh. Die Cowboys und die Indianer mit ihren Rumpfeichen. Dienstag, aufgewickliche Ziele. So, Cowboy, ja. Pass mal ein bisschen auf. Okay. Respekt. Oh, weia. Das ist aber sehr gefährlich. Aber nicht mehr für dich, Fuzzi. Fuzzi, bleib stehen. Wackeln!
Du musst ja mal treffen. Oh. Er hat getroffen. Dankeschön, Mutti. Ja, 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 ja. Ein Ausschnitt aus dem Flein der Lasserwald. Blackjack, Marcel, Huntingwolf und Joe Brown. Durch das rotierende Lasso zu springen. Für Sie, Joga. Und aufgepasst. Bei jedem Sprung einmal mitlassen. Vorsicht, und los geht's. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Aufhebende Ziele. Todessterne, geworfen aus einer Distanz von ca. 8 Metern. Was ist passiert? Marshall, heute, ich habe eine schöne Überraschung für euch. Du hast eine schöne Überraschung für uns? Jo. Die wäre? Weißt du, für das erste Mal habe ich geschafft, eine gefährliche Tiere zu dressieren. Du hast es geschafft, ein gefährliches Tier zu dressieren? Jo. Und welches? Meine Schwiegermutter. Ja, ja. Alle, die da klatschen, dass die Schwiegermutter nicht da. So, okay, du, das hört sich einfach gut an. Da sage ich doch einfach, bitte fragt für Joe Brown und seine Schwiegermutter, komm! Hey. Nein, für Donald. Donald, komm her, alle warten auf dich! Hey, Donald! Hallo, Donald! Donald, komm her! Und wir beginnen sofort mit einer schönen Pirouette. Bravo, Donald, und jetzt schnell auf die Bühne. Und jetzt aufpassen, immer mehr schwierig und gefährlich. Achtung! Are you ready? Donald, auf die Knie! Und jetzt Spagat! Voilà! Dankeschön! Und jetzt aufpassen, meine Damen und Herren! Donald, das erste Mal, wir nur versuchen, ein Salto zu spielen der Linke. Sehr gefährlich! Bist du bereit? Und spring! Hopp! So? Okay, ein bisschen tiefer. Spring! Hopp! Hey, was machst du? Deutsch hat da keine Lust. Ein Moment, das ist eine bessere Idee. Donald, jetzt musst du aber springen, sonst kriegst du keinen Zucker, ne? Aufpassen. Und 1, 2 und 3. Spring! Hey, was machst du? Moment, noch einmal. Noch einmal, jetzt aber die richtige. Aufpassen mit Schwung. Jetzt
Das war für Sie Joe Brown und sein lustiger Esel Donald Trump. Winchester Zielschießen ebenfalls mit Joe Brown. Dein Applaus. Ja, ja. Dein Zielschuss mit Hilfe eines kleinen Kieges zu treffen. Thank you.
Ich war jetzt nach Bielefeld Kaffee trinken. Aber bestimmt nicht, Marschall. Ich nehme doch ein paar Kinder mit. Hat deine Auszeichnung. Okay. Alle Kinder zu mir kommen, die fahren möchte. Schnell, zack, zack, komm los. Hier zu mir, hier bin ich. Hier bin ich. Lanza. Lanza, Lanza, meine Auto, ich kann Bus. So. Lanza. So, Franz Josef, du, geh mal zu Mascha. Du gehst mal zu Mascha. Und Elvira gehst du mal zu Mascha. So, alle anderen Kinder bitte wieder auf eure Plätze. Leider die Autos sind ein bisschen zu klein. Später vielleicht noch einmal. So, danke schön. Wir haben hier eine Schwarzfahrer. Komm, mit. Wer gehört die Schwarzfahrer? Hast du Führerschein? Hast du Führerschein? Ah ja? So, bitte. So, alles da? So, alle einsteigen jetzt. Schnell. So, sonst wird die Kappe kalt. So. Alles drehen? Okay, jetzt geht los. Alles drehen. Okay, vamos. Eins, zwei und... Tschüss, Sascha. Fantastisch. Oh, oh. Alles aussteigen, Autos kaputt. Nein. Ai, 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 hier zu mir kommen, habe ich eine bessere Idee. Schnell zu mir kommen, alle drei zu mir. Wissen was? Auto ist kaputt und jetzt, wir gehen zum Fuß nach Bielefeld. Tschüss. Auf Wiedersehen. Moment, jetzt kommt wieder. So, Marschall. Wiedersehen. Nein, ist schon wieder kaputt, alles aussteigen. Hier nach vorne kommen zu mir, habe ich eine bessere Idee. Hier zu mir kommen. Jetzt ich lass mal die Kinder arbeiten. Elvira, du bist die Erste. Gehst du nach vorne und drehst an der Kurbel, bitte. Ja. So. Elvira. Du drehst doch verkehrt rum, andere Seite. Elvira, was machst du? Komm mal her. Otto, bist du dran. So, schnell drehen. Feste mit Schwung. Otto, was machst du? Du bist noch schlimmer. Komm mal her. So, jetzt ist Franz Josef dran. Schnell. Mit Schwung. Ja, so, ist richtig. Ha 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 ha
Ein Applaus für die Kinder! Danke schön für mitmachen, viel Spaß noch. Achtung! Diese Hörer ist total kaputt, was mache ich denn jetzt? Hey, Jerome, ist dein Geburtstag heute? Ah ja? Ja, ja. Du, ich bin Automechaniker. Bist du Automechaniker? Ja, ja, ja. Und wo hast du gearbeitet? Wo ich gearbeitet habe? Ja. Bei Athen. Bei Athen, das ist. Ja, ja. Kannst du mich helfen? Aber natürlich. Okay. Bravo. Hi, zwei, fantastisch! Marsha, was kriegst du von mir? 500 Euro. Guck mal, ein Vogel. Hey! In Arena. Tschüss, auf Wiedersehen! Geht doch. Aufgepasst. Einmal drehen. Nur die Hände. Und. Was ist los mit euch? Let's go, come on. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, dies ist nun auch das Ende unserer Cowboy-Show. Wir bedanken uns alle recht herzlich für Ihren Besuch, für Ihren tollen Applaus, für Ihren Mega-Applaus, für Ihren gigantischen Applaus. Wollt ihr noch mehr? Wollt ihr noch mehr? Okay, dann kommt da alle morgen nochmal her. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen angenehmen Aufenthalt hier im Safari-Park zu Schnuckenburg. Dankeschön und behaltet die gute Laune. Tschüss! Aber halt, noch eine Überraschung. Wer sich jetzt einmal fotografieren lassen möchte mit unserem Bison, hier vorne wieder das lustige Fotoshooting. Alle, die ein Foto haben möchten, einfach auf die Showfläche laufen. Oder wer mal versuchen möchte, sich auf ein Cowboyfeld hinzustellen, kein Problem, hinter Ihnen wieder das lustige Amateurreiten.